Hallo und herzlich willkommen. Diesmal zeigen wir euch eine andere Variante, wie man tatsächlich auch im Nasszellenbereich abdichtet. Und da gehen wir natürlich ein bisschen mehr auf die Produkte ein, weil hier tatsächlich die Wassereinwirkungsklasse eine andere ist. Uwe, wir haben jetzt hier keine Duschtasse in dem Sinne, Genau. sondern wir haben jetzt einen bodengleichen Ablauf, ob es jetzt eine Rinne ist oder wirklich ein Wasserablauf. Das heißt, Genau. hier muss ich natürlich jetzt das ganze System als solches abdichten, Genau. Wir richtig? sind jetzt hier im Boden in der Abdichtungsklasse 2 oder eventuell sogar 3. Also wir nehmen jetzt ein Produkt, mit dem wir sogar 3 herstellen können. Das heißt, wir brauchen hier kein Calciumsulfat-Estrich mehr, also im Duschbereich selber keine feuchteempfindlichen Produkte. Da gibt es dann entweder, muss man sich einen Gefälle-Estrich reinmachen oder es gibt auch Duschtassen, die bodengleich sind, wie man es gestern schon mal eingebaut hat oder das letzte Mal eingebaut hatten. Oder es gibt fertige Elemente, die man fließen kann. Die gibt es mit Rinnenablauf, die gibt es mit mittigen Ablauf, die gibt's, haben wir von Weber natürlich auch. Wollte ich gerade sagen, genau, gibt es ja auch als fertiges System, also Man mit braucht allem. natürlich die Einbauhöhe und muss alles beachten. Und das wollen wir jetzt mal zeigen. Und wir haben hier auch einen anderen Untergrund. Wir haben jetzt hier keine normale grüne Genau. Gipskartonplatte mehr imprägniert, sondern was Hochwertigeres, was man auch als in dem Bereich W2 einsetzen dürfte, auch für Büro, nee, keine Büro, Hotels, Hotels, Schwimmbäder, Schwimmbäder. wirklich hochbeanspruchte Nassräume, zum Beispiel jetzt tatsächlich auch in einem Fitnessstudio, zum Beispiel die Duschbereich, wo man ständiges Kommen und Gehen hat und eigentlich eine permanente Auffeuchtung und Anfeuchtung hätte. Genau dafür haben wir ja bei uns die Glasrock X drin. Zwei, drei Sachen zur Verlegung. Also Glasrock X, bitte daran denken, dass man hier nicht mit dem normalen Vario-Spachtel arbeitet, sondern zum Beispiel mit dem Vario H. Den hatte ich hier um die Ecke, wahrscheinlich ist Nee, der schon den wieder habe ich weg. schon. Den habt ihr schon weg. Ja. Also gut, wirklich eine andere Spachtelmasse. Das heißt, hier den Vario H-Spachtel nehmen, zusammen bitte mit einem Glasfaserfließ. Also das ist das, mit der wir dann die Glasrock X befestigen. Und wenn das alles dann durchgetrocknet ist, muss ich loslegen. Prinzipiell ist die Glasrock X hydrophobiert, hat einen Lotus-Effekt. Aber nachdem ich natürlich die Spachtelmasse aufbringe, muss ich diesen Bereich natürlich sehr wohl grundieren. Also der hier bräuchte es eigentlich nicht. Man macht es aber natürlich in einem Rutsch mit, spätestens weil man hier diesen Spachtelbereich natürlich auch wieder grundieren muss. Genau. So, und das haben wir jetzt hier fertig. Und wir gehen Genau. jetzt praktisch in die Bereiche rein, wo wir tatsächlich Stück für Stück uns anarbeiten. Heißt aber als erstes Wir Weber. arbeiten jetzt mit dem Weber Xerm 844. Stellst du ihn gerade mal vor? Mal vielleicht in der letzten Serie schon gesehen, wo der Jens da war, der direkt auf Holz gefliest hat. Genau. Also es ist ein, ich habe jetzt hier mal ein Stück mitgebracht. Da haben wir ein Gewebe reingespachtelt, das ist nochmal zur Entkopplung. Das ist eine Abdichtung und Fliesenkleber in einem, also ursprünglich mal entwickelt als Abdichtung. Man sieht hier auch schön, dass das nicht nur wasserdicht ist, sondern auch Hochflexibel. hochflexibel und Und das ist natürlich eine Abdichtung für die Ewigkeit und da kann man sich sehr genau. gut vorstellen, überall wo man im gewerblichen Bereich ist oder wirklich man auf Nummer sicher gehen möchte, im Wohnungsbau kann man tatsächlich mit diesem Material Genau. arbeiten. Bestehen tut es aus zwei Komponenten, die man Genau, natürlich immer anrührt. flüssig und einmal die flüssig und einmal die Pulverkomponenten wird immer 1:1 gemischt. Genau, also nicht halb-halb machen oder so, das lohnt sich wirklich nicht. Ihr braucht es für die Fläche eh. Ja, also man kann es sind Raumteile, also man kann es auch, wenn man wirklich eine kleine Menge hat, abmessen, abwiegen. 100 Milliliter davon hin könnte man theoretisch machen, wenn ich wirklich nur eine kleine Sache ausbessern will oder mache. Also am besten ist natürlich, man macht alles aus einem Guss. Genau. Also es gibt den Mischeimer dazu, wenn man natürlich das aber in kleinen Mengen macht, wäre Ja. es schade, in den großen Eimer jetzt Ja. alles anzurühren. Da kann man tatsächlich einen kleinen Eimer Genau. nehmen. Ja? Wichtig ist immer hier, auch wir machen hier die Bänder rein. Man sollte immer dasselbe Produkt für die Bänder einzubetten nehmen, wie auch das Produkt, das ich gemacht habe. Ja. Ich kann natürlich auch, wenn ich es hochwertiger haben will, und ich habe jetzt hier was angerührt, es macht keinen Sinn, den Boden muss ich sowieso mit sowas abdichten, also mit W2. Ich könnte jetzt theoretisch die Wände mit was anderem machen, aber Geringere mit Anspruchung. geringerer Anspruchung, macht aber meistens keinen Sinn. Deswegen macht man eigentlich meistens alles in einem. Du hast ja ein System da, dann macht man das ja Genau. eigentlich auch mit einem Produkt. Das war auch der Hintergrund, warum wir zum Beispiel jetzt gesagt haben mit dem Jens, wenn du schon die Fliesen auf Holz verklebst, zum Beispiel direkt, hast du das Material da, dann kann man damit tatsächlich zum Beispiel auch die Duschabdichtung zum Beispiel Genau. machen. Also häufig wird es gemacht, also man kann es ja benutzen als Abdichtung und Kleber. Was sehr häufig gemacht wird aus Kostengründen, ist nur die Abdichtung mit dem und dann kleben mit dem herkömmlichen Fliesenkleber, weil Fliesenleger, die rühren sich einmal gerne einen großen Eimer an, der ist natürlich länger offen und kann dann das halbe Bad mitfließen oder
und muss nicht nochmal anrühren. Ist natürlich nicht die sicherste Variante. Die sicherste Variante wäre natürlich gerade im Dauernassbereich, wenn ich auch einen wasserdichten Fliesenkleber hätte. Genau. Und ich würde sagen, wir rühren das Ganze an. Genau. Während du das gleich machst, erzähle ich noch zwei, drei Sachen, wie gesagt, zur Grundierung. Also wir haben hier tatsächlich für stark saugende Untergründe sozusagen die Grundierung da. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir die Glasrohr X haben, mit dem Lotus-Effekt kommt es euch beim Verstreichen dieser Grundierung tatsächlich vor, wenn dieses Produkt nichts aufnimmt. Und das ist tatsächlich ähnlich der Fall. Nichtsdestotrotz ist aber hier immer noch praktisch eine Bindung von Staub oder sonst was tatsächlich auch da. Wie gesagt, dran denken, überall da, wo gespachtelt worden ist, auch mit Glasfaserbewehrung und der Vario-H-Spachtel, dass man hier trotzdem abdichten muss, beziehungsweise grundieren muss. Okay. Das gerade ein bisschen zur Seite, dass der René das vielleicht gerade aufnimmt. Also Kleinstmengen kann man tatsächlich auch von Hand aufrühren. Wir sind jetzt in dem Augenblick ein bisschen faul und machen das tatsächlich mit diesem Material. Ja, also bei ganzen Beuteln würde ich das auch immer, dass die Durchmischung auch wirklich stimmt. Also Kleinmengen ist wirklich so, wenn ich jetzt, ich will nur was abdichten, eine Handvoll, dann würde ich sagen, kann ich mit der Hand anrühren, aber ansonsten würde ich das. Machst du? Genau. Soll ich einen Staubsauger holen oder geht das so? Ja, geht perfekt. Dann tun wir gleich in Wasser rein. Haben wir vielleicht noch einen Pinsel da, weil ich wollte auch noch mal was. Ja klar, mache ich dir. Du kannst ja schon mal diesem Produkt erzählen, dass es genau. EC1 hat. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Also von der Konsistenz von dem Produkt ist es natürlich sehr sämig. Wenn ich es in die Fläche, ich kann das natürlich jederzeit spachteln. Reicht der da? Ja, ja. Ich wollte nur mal was zeigen, dass man natürlich auch gerade im Eckbereich, dass ich das Produkt auch wundervoll, wenn ich einen großen Pinsel habe und mir dann einfacher tue im Eckbereich, das mit dem Pinsel aufbringen kann. Da musst du mir genauere Anweisungen geben, dann kriegst du auch große Pinsel. Aber das ist ähnlich wie eine Dichtstimme sozusagen, was man mit einem großen Quast machen kann, zum Beispiel auch praktisch mit Pinseltechnik möglich. Dann bette ich hier auch immer die Dichtbänder mit ein, mit dem Material. Du fängst aber immer mit der Innenecke an. Ich fange immer mit der Innenecke an, damit das die nächste Band dann oben drüber kommt. Wie bei Dachziegeln sozusagen. Genau. Wie bei den Dachdeckern, so wie man es eigentlich auch kennt.
Hier haben wir jetzt einen, also da eine Abdichtung besteht immer, auch dieses Material bitte immer in zwei Arbeitsgängen. Dass es praktisch immer ineinander greift, richtig? Genau. Hier dran denken, wenn ich überlappe, dass ich hier auch die Bänder miteinander verkleben muss. So eine Abdichtung ist natürlich auch in Dachbereichen, zum Beispiel wenn man wirklich so ein Dachgeschoss ausbaut, eine sinnvolle Maßnahme, weil ich habe meistens ja Holzbalkendecken, somit ist das System als solches ziemlich dynamisch. Eine Betondecke ist natürlich was anderes. Also wenn ich irgendeinen Aufbau mache, einen Fußbodenaufbau auf einer Holzbalkendecke, muss ich damit rechnen, dass da tatsächlich Bewegungen drin sind. Dann ist natürlich das, wenn man jetzt gesehen hat, wie die 844 flexibel ist, natürlich geniales Produkt. Wie lange ist denn eigentlich das Produkt so offen, wenn ich damit arbeiten möchte? Ist sehr stark witterungsabhängig. Deswegen haben wir ja dieses Flex-Time noch dazu entwickelt. Das heißt, wenn ich hohe Temperaturen habe, kann ich da die Abbindezeitraum verlängern. In der Regel halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, super. Je nachdem. Kann es auch genauso gut spachteln. Das wäre jetzt wahrscheinlich mein Favorit, weil ich da einfach wirklich mehr Material aufbringen kann. Das wäre jetzt meins. Wie gesagt, es geht beides. Wieder vergessen. Also natürlich jetzt in Abhängigkeit von der Duschgröße kann man natürlich jetzt das entsprechend groß gestalten oder klein. Wie gesagt, wir haben jetzt eine ganz klassische Rigipsplatte erstmal hingelegt, um den Boden zu simulieren. Aber die gibt es ja wirklich in diversen Größen, die Duschbereiche, hin bis dass es wirklich offen ist. Und Peter und Uwe haben ja beim letzten Mal erklärt, wie das ist mit Türen, ohne Türen. Das heißt, immer natürlich an den Wänden läuft Wasser wunderbar ab. Da ist es in der Einwirkungsklasse wirklich leichter, eine Abdichtung hinzukriegen. Deswegen könnte man das mit einem anderen Material machen, aber auf dem Boden, wo das Wasser dann wirklich steht, ist einfach die höchste Beanspruchung und da muss man tatsächlich auf richtig gute Produkte zugreifen, dass es auch wirklich safe ist. Ja? Und jetzt seht ihr, dass der Uwe wirklich auch das beim letzten Schritt sozusagen macht, in die große Ecke, sodass wirklich immer alles, was aufeinander kommt, wirklich so ist, dass Wasser immer permanent über das nächste Element abläuft, wie wirklich bei Dachziegeln, wo man immer möchte, dass Wasser weiterläuft, weiterläuft und nicht irgendwie so eine Tasche sich bildet, wo dann das Wasser sich sammeln kann. Ich halte oben. Danke. An der Stelle auch nochmal ganz wichtig der Hinweis vielleicht, dass man wirklich auch Schutzkleidung trägt. Das heißt Handschuhe tragen, Brille tragen, dass wirklich nichts ins Auge geht. Und dann ist man auch hier auf der sicheren Seite. Also per se, ob es jetzt im Trockenbau ist oder halt mit was anderem, guckt, dass ihr euch bitte schützt, dass einfach nichts passiert. Ist ja nicht verkehrt. Was wir ab und zu mal tatsächlich auch als Frage bekommen, ist, ob man das Produkt überhaupt noch abdichten muss. Prinzipiell ist zum Beispiel eine Glasrolle ist auch im Außenbereich einsetzbar, für 3 Monate frei bewitterbar oder so. Nichtsdestotrotz möchte aber eine Abdichtnorm natürlich, dass ich auf jede Platte oder im Untergrund trotzdem eine Abdichtung mache. Also egal, ob es jetzt die Glasrolle X wäre oder eine klassische Bauplatte imprägniert, es muss immer eine Abdichtung drauf und das machen wir wirklich auch in der Konsequenz, wie es dann auch in der DIN gefordert ist. Okay? Egal welcher Untergrund. Wirklich hier drauf achten, dass ihr auf der sicheren Seite seid. Ah, das brauchen wir jetzt nicht. Ist nämlich weg. So.
Wenn du mit mir redest, kriegst du alles geliefert. Okay. Also eine Abdichtung, je nach Untergrund, besteht nicht nur aus zwei Schichten, sondern eigentlich aus drei. Und zwar die dritte Schicht ist, und das ist zum Beispiel sehr wichtig, wenn ich jetzt einen verputzten Untergrund habe. Ja. Da ist ein Kalkzementputz drin oder ein Zementputz. Ich muss eine Kratzspachtelung machen. Also Kratzfüllspachtelung, besonders wichtig auf Beton, um die Lunker zu füllen. Hier habe ich einen Untergrund, der ist praktisch lunkerfrei, aber auch hier kann ich, eine Kratzspachtelung ist wirklich eine Spachtelung, die kein Material aufbringt, sondern nur einmal abspachteln. Es würde alle... Also Ziel ist, alle kleinen Löcher, die irgendwo existieren, wirklich zu füllen. Genau. Das ist mit Lunkern gemeint. Was dann aber auch schon mal vorkommen kann, ist ja, dass man, wenn man so einen Lunker hat, dass dann so kleine Bläschen unter der Abdichtung entstehen. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist aber nichts Wildes, oder? Ja, das versucht man durch die Kratzspachtelung zu minimieren. Also ich habe im Beton, nachher Bläschen gibt. Ich habe ja ein ganz kleines Bläschen an der Oberfläche und hinter jedem kleinen Bläschen ist ein großes. Die Flüssigkeit, die hier drin ist, geht in den Beton rein und drückt die Luft raus. Und deswegen entstehen die Bläschen. Also wenn jemand mal ein Bläschen hat, dann ist er ja nicht genau das, was er eigentlich vermeiden wollte. Irgendwelche potenziellen Stellen, wo die Abdichtung versagen kann. Hier braucht man jetzt nicht lange rumzuspielen. Wirklich scharf abziehen. Da kann ich auch ruhig mal ein bisschen höher gehen, den Übergangsbereich, falls die Fliesenhöhe noch nicht 100% feststeht. Ja. Je nachdem, was ich für einen Untergrund hinterher, dann wird ja häufig nicht mehr komplett gefliest. Ja. Das Produkt ist auch überstreichbar, überputzbar, UV-beständig, also das ist ein Allheilmittel. Genau. So. Gerade wenn man noch nicht die Fliesen ausgesucht hat, aber die Rohbauphase schon voranschreitet, macht es Sinn, so wie du gerade gesagt hast, ein bisschen größer dann tatsächlich abzudichten, um dann nachher auf der sicheren Seite zu sein. Jetzt ist eine Abdichtung ja nicht immer nur zweimal aufzubringen, sondern sie lebt natürlich auch immer von ihrer Schichtstärke. Anders da wie eine Bahnenware brauche ich eine definierte Schichtstärke. Ja. Die liegt bei insgesamt 4 mm. Ich habe aber noch einen Trockenrückstand, der liegt bei 90%. Also müsste ich, wenn ich 4 brauche, 4,4 aufbringen. Ist ganz schwierig. Und dass man ein bisschen mehr Sicherheit hat, weil in der Abdichtung versuche ich ja immer mit sehr viel Sicherheit zu machen. Klar. Der Jens hatte schon den Abdicht- und Verlegekletter vorgestellt, wo man alles in einem machen kann. Ich habe jetzt hier die normale schichtigen Kelle. Die hat anders da, die hat 4. So ähnlich aus wie Unterlegscheiben, tatsächlich genau. Runde Noppen drauf, um dann tatsächlich eine bestimmte Dicke dann aufzubringen, egal wie ich die Kelle halte. Vorteil, die ist eingestellt auf 3 mm. Das heißt, habe ich 2 mal 3 mm. Habe ich im Endeffekt 6 mm, auch das habe ich nicht und ganz, weil ich ziehe das jetzt mit 3 mm auf, dann klette ich es noch ein bisschen, dann kriege ich wieder etwas runter. Das heißt, wenn ich das zweimal mache, dann kann dann ich das, habe ich Sicherheit. Wir machen jetzt mal die erste Lage drauf. Hier bin ich natürlich sehr viel schneller als mit der Streichbaren. Aber man sieht richtig, wirklich wie diese drei genau. Scheiben sozusagen die Schichtdicke beeinflussen und auch vorgeben. Also man kann, egal wie man die Kelle hält, tatsächlich hier nicht zu wenig oder zu viel drauf machen. Also für alle, die keine schichtdicken Kelle haben, einfach beim Weber im Shop reinschauen und sich tatsächlich diese Kelle holen. Ja, während wir das jetzt tatsächlich auch machen, machen wir einfach einen Break und wir sehen uns dann gleich wieder.